Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben gerade wirklich mega schönen Sonnenschein und wir haben jetzt Anfang September. Wahrscheinlich kommt das Video erst Mitte Oktober, Ende Oktober raus. Da ist das Wetter wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön. Aber ich nehme auf jeden Fall die letzten Sonnenstrahlen noch mit und gehe jetzt erstmal ein bisschen spazieren. Ich bin jetzt in der Nähe von Betzjesdorf. Und ja, wir gehen jetzt hier einfach mal spazieren und gucken mal, was hier so der Weg, eher gesagt der Feldweg, so bringt. Ich habe auch die Drohne dabei, das heißt, wir lassen gleich nochmal die Drohne steigen. Was man wirklich sagen muss, wir haben auf zweierlei Weise gutes Wetter. Auf der einen Seite ist es so, wir haben tagsüber jetzt 27 Grad und nachts oder heute Nacht waren es auf jeden Fall 9 Grad. Das heißt, man kann richtig schön angenehm schlafen und hat trotzdem so ein richtig schönes Wetter draußen. Man kann ein bisschen spazieren gehen, man kann Fahrrad fahren. Man kann rein theoretisch am See, bin ich jetzt nicht so der Mensch für. Ich bin nicht so geil da drauf, diesen Algenscheiß am Fuß zu haben. Aber ich denke mal, jeder weiß, was ich meine. Ich bin von da hinten jetzt eben gekommen, ungefähr von da, wo das Haus ist. Ich denke mal, man kann es so ein bisschen erkennen. Und hier ist es echt ganz schön zu laufen. Und jetzt hier vorne, ich hätte jetzt fast gesagt, ist ein kleiner Wald. Also das ist ein bisschen übertrieben, weiß ich, mit Wald. Aber hier ist halt alles nochmal so richtig schön mit Bäumen. Und da gehen wir jetzt mal rein und gucken, was uns da jetzt noch so Schönes erwartet. Hier unten fließt jetzt direkt so ein kleiner Bach, wenn man in diesen, naja, ich nenne es mal Mini-Wald reinkommt. Und wir gehen jetzt mal gucken, was uns jetzt hier noch erwartet. Gucken, ob wir jetzt hier gerade auslaufen oder ob wir jetzt gleich den Weg nach links einschlagen. Ich glaube, wir gehen hier oben lang. Okay, kleine Planänderung. Wir gehen jetzt doch nach links, weil ich habe gesehen gehabt, da oben ist alles sehr zugewachsen. Muss aber bis jetzt sagen, sieht es hier echt mega aus. Lässt sich auch relativ gut laufen. Klar, teilweise ein bisschen zugewachsen. Aber man muss sagen, echt entspannt hier. Ja, bis jetzt so ein richtiger kleiner Geheimtipp. Bin mal gespannt, wo ich jetzt gleich hier rauskomme. Weil so wie ich das eben von der Straße gesehen habe, ist hier dieses kleine Waldstück, wie ich es jetzt nenne, gar nicht so breit. Deswegen wundert es mich, dass man hier überhaupt so tief reinkommen kann. Und ja, guck mal, was uns jetzt hier erwartet. So, wir sind jetzt von da unten hier hochgelaufen, nochmal ein ganzes Stück. Hier oben ist die nächste Wiese und da hinten kommen Felder. Und hier geht es dann teilweise noch ein bisschen tiefer in den Wald, aber der Weg hört jetzt hier auf, was auch eigentlich kein richtiger Weg war, sondern einfach irgendwelche Landwirte plattgefahren haben. Ich würde sagen, wir drehen jetzt langsam wieder um, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich da hinten rauskomme. Und als Rundweg kann man das hier sowieso nicht betrachten. Das heißt also, ich hätte einen sehr, sehr langen Rückweg, aber an sich hier richtig entspannt zu laufen. Ich habe gerade mal geguckt, dieser kleine Bach, der hier entlang fließt, den ich euch gerade eben gezeigt habe, der heißt Teufelsgraben. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Omen ist. Okay. Ich habe auch gerade gesehen, wo diese Lichtung war, bei der kleinen Wiese. Da ist gerade so jemand mit so einem Schirm und so einem Benzinmotor, der hinten am Rücken dran ist, lang geflogen. Der sah auch sehr tief aus. Das heißt, ich muss wirklich aufpassen, dass ich mit der Drohne jetzt hier nicht so hoch gehe. Ich habe aber gerade noch mal geguckt, hier ist keine Flugverbotszone und wir sind noch weit genug weg von dem nächsten Flughafen. Ich weiß nicht, ob was die für Auflagen haben von der Höhe her zum Fliegen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie diese Geräte heißen. Mit den hinten dem Propeller am Rücken quasi dran geschnallt und dann oben mit dem Schirm. Aber ich weiß nicht, haben die irgendwelche Auflagen? Weil das sah sehr niedrig aus, das täuscht aber häufig auch, weil manchmal sehen auch diese kleinen Cessna-Maschinen sehr niedrig aus, obwohl die ja auch deutlich höher fliegen als 100 Meter. Aber könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, falls da jemand weiß, wie hoch die fliegen müssen, ob es da Regelungen gibt, wie auch immer. Und jetzt hätte ich mich gerade fast auf die Fresse gelegt. Was man wirklich sagen muss, ist, ja, hier lässt sich echt gut laufen, aber leider auch wieder kein Rundweg. Verstehe nicht, dass die nicht auch im Sinne der Landwirte hier noch so kleine, ja, wie jetzt hier so kleine Wege lang machen. Da können die Landwirte langfahren und man hätte dann so quasi einen kleinen Rundweg. Wäre eigentlich optimal, aber naja, müssen wir halt wieder zurücklaufen. Ich finde das immer so recht schade, wenn man dann so ein Stück spazieren geht und es ist echt schön zum Laufen und man muss dann wieder so ein ganzes Stück zurücklaufen und kann dann nicht, naja, quasi einmal im Kreis laufen. Jetzt hätte ich auch noch fast in eine Brennnessel reingefasst. Also heute, ja, bin ich auch mal ein bisschen tollpatschig. Normal ist das nur meine Freunde. So, die Drohne jetzt ausgepackt und jetzt versuche ich für euch noch so ein, zwei geile Shots einzufangen. We'll be right back.
Ja, ich denke mal, ich konnte so ein, zwei schöne Aufnahmen auf jeden Fall machen. Und jetzt fahren wir nochmal in den Baumarkt. Ich brauche noch ein bisschen Material. Ich glaube, ich brauche noch einmal oder zweimal Acryl. Und ich brauche noch Farbe für Türen oder für eine Tür. Und ja, das Beste ist schon mal, ich weiß nicht mehr genau, welcher Farbton weiß das gewesen ist. Das heißt, wir müssen dann gleich erstmal gucken. Perfekt. Tja, jetzt ist die Frage, war es Eisblume oder Bergkristall? Ich glaube, es war Eisblume, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe gerade meiner Freundin nochmal geschrieben. Holen wir erstmal Acryl, bevor wir jetzt hier weitermachen. Okay, Frau meinte auch, es war Eisblume. Dann nehmen wir Eisblume. Ja, nach ungefähr 15 Minuten suchen. Das Acryl steht jetzt nicht mehr beim Silikon oder rein beim Silikon, sondern es steht jetzt hier in einer Klebe, elastischen Kleber oder keine Ahnung. Moin, moin, meine Frau. Ach, Digga. So, zu Hause angekommen und seid mal ehrlich, wer kennt's? Man geht in den Baumarkt und auf einmal sind die Sachen nicht mehr da, wo sie seit Jahren stehen. Echt super anstrengend, dann die Sachen zu suchen. Und gerade wenn dann auch kein Mitarbeiter in der Nähe ist oder auch frei ist, weil irgendein anderer Kunde eine Frage hat oder sowas. Also super nervig. Also ich hasse es einfach. Normal stand das immer beim Silikon mit dabei und jetzt stand es bei Dichtstoffen, elastischen Dichtstoffen. Gut, okay. Aber naja, alles im Endeffekt gefunden und jetzt wieder zu Hause und ein bisschen in kühleren. Das ist schon ziemlich warm, 28 Grad, im Auto war es auch nicht ganz so angenehm. So, meine Freunde, ich würde auch sagen, damit beende ich das Video. Dankeschön fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal, seid beim nächsten Mal mit dabei. Macht's gut, meine Freunde, ciao.